die meisten Jobs und die meisten Arbeitsplätze haben ziemlich enge und manchmal engstirnige Strukturen. Da reden wir ganz oft auch von den Büroräumlichkeiten, wobei momentan sind wir sehr viele von uns im Homeoffice. Aber wenn dann jetzt wieder alle mal zurückkommen sollten, soll doch alles irgendwie flexibler sein. Ein großer Trend jedenfalls. Arbeitsplatz neu definiert. Diese Rubrik wird Ihnen präsentiert von MyHive Offices. Flexible Arbeitsmodelle gewinnen in der Arbeitswelt der Zukunft an Bedeutung. Doch wie können die Raumstrukturen in Büros dazu beitragen, die Flexibilität der Teams zu fördern? Und wie wirkt sich das auf die Fixkosten eines Unternehmens aus? Flexibilität, das ist das Schlagwort schlechthin, wenn es um den Büroarbeitsplatz der Zukunft geht. Das ist für die Unternehmen oft auch sehr unterschiedlich. Es kann sein Flexibilität der Mietdauer, es kann sein Flexibilität in der Fläche oder der Anzahl der Arbeitsplätze, die man benötigt, Flexibilität in der Ausstattung, Flexibilität ganz wichtig auch bei den Services und der Infrastruktur. Da ist das Schlagwort sicher On Demand. Ein modernes Büro muss all diesen Anforderungen Rechnung tragen. Durch erweiterte Homeoffice-Regelungen benötigen viele Firmen jetzt auch unterschiedliche Bürokonzepte für ein einzelnes Unternehmen. Grundsätzlich ganz wichtig ist, die Leute sind auch nur noch bereit, dafür zu zahlen, was sie auch wirklich nutzen. Man hat gerade bei Corona gesehen, dass eben die Schwankungen in den Bedarf der Mietflächen sehr stark ausfallen. Thema natürlich auch Homeoffice und wie sich das in der Zukunft gestaltet. Das heißt, wir müssen den Unternehmen eine Flexibilität bieten, dass sie auch kurzfristige Änderungen in der Mitarbeiteranzahl abdecken können. Größtmögliche Flexibilität zeigt sich aber nicht nur in der Raumaufteilung und den angebotenen Services eines Büros, sondern auch in flexiblen Mietverträgen. Bei modernen Büroanbietern kann die benötigte Fläche flexibel gewählt und geändert werden. Vom Großraumbüro über einzelne Räume für kleine Teams bis hin zum einzelnen Arbeitsplatz ist alles möglich. Büros müssen in Zukunft also eine wesentlich flexiblere Infrastruktur aufweisen und gezielt auf Bedürfnisse von Einzel-, Klein- und Großunternehmen eingehen. Alles ändert sich. Und so geht's gleich weiter hier bei uns in Kaffeepuls. Unser Fußballstar David Alaba stellt mit seinen Bayern einen neuen Rekord in der Champions League auf. Gleich.